Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bloodborne, bis Nico ganz, ganz laut heult. Tja, was würdest du sagen? Wir sind in einer merkwürdigen Stadt, wo es Hunde gibt. Ganz schnelle Hunde. Was? Was? Nee, das war ein Vogel. Okay, ich dachte schon. Wart. Okay, was ist denn das für ein Kerl? Und wieso rennt der weg? Das ist so ein Trick. Oh, die sehen schon irgendwie ein bisschen schlimmer aus. Die sehen nicht so ganz so gesund aus, ne? Und da ist ein Shortcut. Eventuell. Man weiß es nicht. Ne? Eventuell. Das heißt vielleicht. ja, falls ihr das kennt. Diesen Ausspruch. Was haben wir hier? Kathedralenbezirk. Aha. Und in welchem Teil? Habe ich noch nie gesehen. Ja, es ist die Frage. Was ist da jetzt schon da? Fragen über Fragen. Willst du jetzt hier. Ja, wenn du jetzt hier runter gehst, dann ist es Ende. Wo geht's denn da lang? Wo sind wir denn jetzt hier? Kathedralenbezirk. Das halte ich auch für gelogen, gell? Aber ganz gewaltig. Ja, wir haben das Item mit. Ach komm. Wir gehen jetzt ja wieder runter. Wir haben das Item gekriegt. Es gibt ja wahrscheinlich andere Wege, um da hinzukommen. Glaube ich doch. Weil es gibt ja zumindest auch Wege, wo man rauskommt. Ne? Also, ganz clever gedacht, gibt es wahrscheinlich auch Wege, wo man reinkommt. Deswegen konzentrieren wir uns erstmal auf die Gegend hier unten. So, da sind noch Hunde inklusive einer Patrouille. Alter, okay. Und da kommt Mr. Hast du nicht gesehen? Okay, so. Der Hund, der ist erstmal keinen Bock mehr. Alles klar, jetzt ist eh zu Ende. So. Schön. Immerhin fliegen die noch schön weg. So wie es sich gehört. Ne? Das hat was mit Anstand zu tun. Wenn du so eine Axt abkriegst, dann musst du auch einfach mal wegfliegen. Okay, was ist denn das für ein Hoshi? Alter, okay. Ja, ne? Was? So, hoffen. Jawohl. Und einfach mal. Das mag der offensichtlich nicht so. Okay. Ja, geil, muss ich jetzt wieder. Jetzt muss ich da wieder runter oder was? Das ist schon ein ziemliches Arschloch, dieses Spiel, ne? Es ist ja unfassbar. Alter Vater, ey. Okay. Ja. Vielleicht gucke ich mich dann. Das sieht aber gerade wirklich, ne? Ich habe ja nicht mal was getrunken oder so. Vielleicht habe ich auch Wasserentzug. Und spinne ein bisschen. Was sind das jetzt hier? Also ich musste sterben, offensichtlich. Das hatte schon seinen Grund, wie es scheint. Unsichtbares Dorf, Jargul. Okay. Krasse Scheiße. Also das ist mal was Cooles hier. Meine Fresse. Ja, machen wir eine Tür auf. Ja, meine Seelen sind weg, aber hey. Wir haben ein neues Gebiet. Okay, Schieberätsel hier. Sieht ein bisschen aus wie in Resident Evil. Okay, da geht's hoch. Wir gucken uns erstmal unten um, denn ja, genau da ist noch ein Item. Hier sind auch ganz komische Dinge irgendwie. Ganz komische Musik vor allem auch. Dickes Kaltblut.
Verrückte quälen sich in heimliche Ritualen, um den Mond anzurufen, decke ihre Geheimnisse auf. Ah, es geht auch noch weiter runter. Ja, ah, wieso auch nicht, ne? Was? Was? Ich komme. Warte, wo bist du? Warte. Spiegel. Da ist er. Was ist das für eine? Ah, ich meine schon. Nein! Ich will dich nur retten! Ey, ich will dich retten! Ja, wie gesagt, ich will dich retten. Nein, bleib doch hier, ey. Dann will ich dich auch nicht mehr. Mach ich noch deine. Hier! Dafür mache ich deine Vasen kaputt. Wenn die nicht mitkommen will, dann zerstöre ich ihre Einrichtung. So macht man das übrigens. Beim ersten Date oder so. Vielleicht auch beim zweiten. Je nachdem. Ne? Genau so. Gut, na, holen wir sie später ab. Und zur Not ziehen wir die halt an ihren Haaren in unsere Höhle. Auch das macht man. Aber erst beim dritten oder vierten Date. Ja, könnt ihr euch noch was abschauen. Und irgendwas knackt hier. Das ist ein Klicker in der Nähe. Wir sind jetzt bei The Last of Us oder was? Okay. Wow, wow, wow. Hinter mir ist irgendwas. Okay. Wir sind ja im Irrenhaus, wie es scheint. Sie schreien alle wie angestochen. So. Aha. Okay. Alles Wahnsinnige, wie es scheint. Alles Wahnsinnige. Aber da gehören wir gut hin, glaube ich. Ne? So. Du bist Matsche. Dein Freund ist oben Matsche. Ja. Okay, die sollte man eventuell nicht angreifen, weiß ich nicht. Hier ist eine, lässt sich natürlich nicht von dieser Seite öffnen. Wo kommst du jetzt her? Du hast noch geschlafen oder was? Du hast nie mitgekriegt, wie deine Freunde getötet wurden. Das ist so sehr unloyal, ne? Holt euch nicht solche Freunde, die schlafen, während ihr getötet werdet. Das ist sehr, sehr unfreundlich. Lasst euch gefälligst mit abstechen, wenn es soweit ist. Vielleicht sind die jetzt auch einfacher. Wow, wow, okay. Ja, die sind vielleicht doch nicht. Ach, die werden irgendwann rot. Ah, okay. Und gehen ihren Supermodus hier. Nein! Boah, Gott, was sind das für Viecher, ey? Ja, was soll man dazu sagen? Liebe Freunde, ich trinke einen Schluck. Von einer Firma unbekannten. Muss man ja nicht sehen. Das ist von Edeka. Vom guten 24-Stunden Edeka, von dem wir immer noch kein Geld kriegen. Ich frage mich, wieso. Was haben wir eigentlich falsch gemacht? Oh, so ein Jahresvorratsmate wäre auch ganz geil. Würde ich auch nehmen. Würde ich auch echt gut mit leben können. Ja? Liebe Edeka-Mitarbeiter, organisiert mir das bitte. Ich wäre euch sehr dankbar. Ne? Also wenn ihr bei Edeka arbeitet oder so. Ich wäre auch mit dem Kastenmaler zufrieden, okay. Ja, Kastenmaler rede ich auch. Habe ich auch noch nie gehabt. Da ist noch so ein Vieh. Da ist auch noch ein Vieh. Ah. Okay, hat er mich jetzt im Boden versinken lassen oder was? Nee, ich glaube, es war die Engine. Ja!
vielleicht muss ich... Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich vor denen irgendwie wegrennen muss erstmal. Also nicht wegrennen, aber so ein Sneaky vorbei muss. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber ich bin mir da auch nicht sicher, also... Kann alles sein. Die Frage ist jetzt... Wir haben jetzt mehrere Wege. Wir können jetzt immer irgendwie geradeaus gehen oder hoch. Vielleicht muss ich auch erstmal hier raus komplett. Jetzt habe ich schon die Orientierung da. Oder? Ja. Ich bin mir da ein bisschen unsicher, wo wir so wirklich hin müssen. So. Ja, hier bringt es jetzt ja auch nicht so viel. Ist natürlich doof, dass wir jetzt Sehnen verloren haben alle. Ich kann mir auch vorstellen, dass die großen Viecher uns viele Seelen troppen. Ist halt auch so eine Sache, wieder. So, ich mach mal eines hier. Da ist eine Lampe. Ah, okay. Naja, wir haben jetzt erstmal... Okay. Ist auch so ein Riesenvieh. Geht die Tür auf? Natürlich nicht. Wieso auch? Okay, wir haben zumindest jetzt einen kürzeren Weg. Da ist noch ein Blatt. Albtraumhafte Rituale sehen sich nach dem Kind des Blutes. Finde das Kind und beende sein grauenvolles Weinen. Ich höre ab und zu mal so ein Weinen. Aber im Jägerstraum eigentlich. Oder im Traum des Jägers. Weiß nicht, ob das so... Alter! Okay. Ja, zwei sind halt auch so eine Sache für sich. Okay, ich laufe erstmal hier ein bisschen lang. Gucke erstmal so mich ein bisschen um. Aha, wir sind jetzt an der Oberfläche wieder. Alter Vater. So, ich weiß nicht, ob wir jetzt hinter uns noch einen haben. Klingt aber so. Kommt doch immer ein Schwein an. One hit. Und wir haben jetzt komische Runen alle. Wir haben jetzt drei Runen. Wir haben jetzt einmal Mond, wir haben Bestie und weiß ich nicht. Irgendwas anderes. Zumindest, das ist jetzt der Vorteil, haben wir jetzt hier den Startpunkt oben. Müssen nicht die ganze Zeit Treppen laufen, das hat schon ja eine kleine Zeitersparnis. Können jetzt vielleicht auch einmal so machen. Ich weiß nicht, es ist schon, also es wird meistens ja so gekennzeichnet. Mit starken Gegnern hast nicht gesehen. Du sollst ja nicht sein. Solche Sachen halt irgendwie, ne? Und so kommt es mir ein bisschen vor. Und das weiß ich nicht. Das ist halt alles seltsam. Ja, kacke. Ja, toll. Geil. Weiß ich nicht. Starten halt an so einem Punkt, wo so ein Vieh ist. Ich weiß nicht, ob die respawnen. Also Jäger respawnen ja nicht. Die wahrscheinlich schon. Mein Dilemma. Das ist das. Boah. Und jetzt haben wir ja zigmal Ladebalken. Ich muss echt überlegen, ob wir das irgendwie mal rauscutten. Also es ist halt doof. Ich muss mich halt auch dran halten, nicht drüber zu sprechen. Das ist halt auch so eine Sache. Mache ich meistens. Das ist das Problem. So, wir könnten jetzt auch da lang. Theoretisch. So. Ich renne jetzt einfach mal. Und gucke, wohin mich der Weg führt. Wo zur Hölle ich hier eigentlich bin. Und. Oh, wieder ein Vieh.
das auch so viel aushält. Das ist alles nicht normal. So, wir kriegen es trotzdem. Irgendwann. Zwillingsblutsteinscherbe, das ist schön. Ne, da freue ich mich wenigstens drüber. Was? Ach so, hä? Okay, Shortcut geöffnet. Können wir zumindest direkt daraus... Ja, schreibt mir das mal in die Kommentare. Habt ihr die alle direkt zu Beginn getötet und all solche Sachen? Oder ist das echt dafür gedacht, so wie ich es mache? Weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht gerade. Kacke. Das war ein bisschen doof gelöst. So, das ist so ein Nashornschwein. Das sogar hier hoch kann. Okay. Rasende Kaltblut, das ist halt auch so, weiß ich nicht so. Die sind halt auch alle so hundstark. Vielleicht bin ich an dem Punkt hier, wo ich eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht da sein sollte. Und ich deswegen auch so die Items oder die Seelen, die ich ploppen kann, die sind ja auch so hoch jetzt auf einmal. So schlagartig. Da kann doch irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Was ist das hier? Gerät funktioniert nicht. Wieso nicht? Das Ding ist da oben. Ich bin ein bisschen überfragt, so Kral. Ne? Merkte vielleicht. Wo zur Hölle bin ich eigentlich? Ah, das sieht cool aus. Da springe ich rüber. Okay, viele Hunde. Ne, eigentlich nicht, ne? Nur zwei. Die auch so echt ein bisschen fies sind. Oh Gott, ey. Okay. Was? Okay, was? Komm, noch einer. So. Wieso denn? Ich hoffe, jetzt kommt jetzt nicht auch einer. Ich mehr gehen und langsam die Flakons aus, ey. Einfach mal wild um sich hauen. Und da ist noch so ein Vieh, oder was? Nichts außer böse Augen. Noch so ein Vieh. Alter. Was geht denn hier ab, ey? Meine Herren. Mal ganz ehrlich, was ist denn hier los? Ja, Hund, geil. Und so ein Vieh. Boah, ey. Weiß es nicht. Ja, noch ein Schwein. Ja. Ich weiß es nicht. Ja, die, wenigstens die gehen. Die sind machbar. Blutviole. Und geben gut sehen. Das ist schön. Das ist schön. Da ist noch ein Item. Blitzpapier. Auch was Neues. Das ist schön. Haben wir da zumindest auch mal was... ist noch so ein Ding. Das war, glaube ich, das, was wir vorher gesehen haben. Was uns vorher mal gefolgt ist. So, und dreh, dreh, dreh. Genau. Oh, der lebt noch, der lebt noch. Einfach mal rein. Rein in das Geflecht. Oh Mann, ey. Oder werden die Gegner einfach stärker, weil ich jetzt mehr Bosse umgehauen habe? Ich weiß es nicht. Wo geht's denn hier lang? Hier geht's an jeder Ecke weiter. Was sagst du mir da? Vorsicht vor Hund, ja. Vor welchem? Vor dem da. Ich probier mal was. Okay, nicht so geklappt. Und jetzt aber.
So. Wir sind echt nicht mehr. Wissen des Verrückten. Okay. Wissen des Verrückten. Wissen des Verrückten. Geht die Tür etwa auf? Die Tür geht natürlich auf. Ist da ein Boss dahinter? Ich kann es mir fast denken. Oh. Geil. Neue Ausrüstung. Dit gefällt mir doch ganz fein. So. Eisenhelm mit schwarzer Kapuze. Er ist schlechter. Hat mehr physische Abwehr. Im Ganzen. Aber ansonsten ist es kacke. Ah, ist auch kacke. Ah, ist nicht so ganz kacke, ist aber auch kacke. Aber was ich mal mache, mal kurz das Gewand anziehen. Also gut, so cool ist es nicht. Da haben wir schon eine ganz coole Rüstung. Bisher. So, ist auf jeden Fall für, ich sage mal, andere Bossarten. Also wenn die jetzt mit Elementar und so ein Zeug ankommen, ich glaube, da müsste ich die Ausrüstung spätestens echt mal wechseln. Momentan brauche ich das allerdings nicht. Wir haben 11.000 Seelen. Und ich mache jetzt eine Tür, eine riesengroße Tür auf, von der ich nicht weiß, wohin da. Es ist fest verschlossen, habe ich ein Schwein. Habe ich ein Schwein. So, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ich weiß das gerade echt auch selbst nicht. Wir können ja mit zwei verdammte Level aufsteigen, Mann. Ich habe auch ein bisschen Angst. Das müsst ihr oben mal ein bisschen verstehen. Hier. Okay. Ich weiß es auch echt nicht, ey. Wo geht's denn hier schon wieder lang? Ja, da ist eine Patrouille mit so einem Vieh. Ja, geil. Oh, ey. Ey, ich teleportiere mich jetzt gleich zurück. Ne, dann können die mich mal am Arsch lecken und dann, naja, weiß ich nicht. Dann muss ich halt mal probieren, ich nie zu kämpfen. Oder meine Waffe upgraden. Vielleicht hilft es ja dann. Ich mache das jetzt einfach. Ich habe dafür haben wir die Dinger da. Ne? Einfach mal trinken und dann jetzt ab nach Hause. Ich weiß es echt nicht. Das scheint ja auch... Wir sind da ganz runtergekommen. Das war, also wir sind ja wahrscheinlich, nehme ich mal an, in der... Ja, ich bin auch in der Kathedrale gewesen. Vielleicht kann ich da auch irgendwie einen Shortcut oder sowas herstellen. Das weiß ich ja auch nicht. Naja, wir machen uns erstmal kurz zurück. Leveln mal noch schnell auf, bevor die Folge dann letztendlich doch echt mal zu Ende geht. Und dann muss ich mal gucken, oh, ob ich nochmal diesen Weg einschlage, nach unten gehe. Und mir vielleicht nochmal das, wo wir auf diesen zur Kathedrale gekommen sind, ob ich mir das nochmal angucke. Das kann ja gut sein, dass da noch irgendwie was los ist. Kann ja alles sein. So, bevor wir jetzt aber hier was noch was machen, müssen wir die Waffe verstärken. 2 und dafür brauche ich 5. Na gut. Blutsteinverstärkung. Was haben wir denn da so gekriegt? Hatten wir da nicht mehr gekriegt? Warte mal, ich muss, glaube ich, kann ich die Dinger... Muss ich mal kurz gucken. Wo sind denn die? Genau, die muss ich nämlich... Nee. Okay, muss ich dann doch nicht aufmachen? Na gut, dann nicht. Dann nicht halt. Wenn sie mich nicht wollen, dann wollen sie mich halt nicht. Bam bam, hier haben wir... Warte mal, ich raff's auch gerade nicht so ganz. Achso, okay, oben steht schon das Richtige, okay.
Ich komme mit der Anzeige rechts irgendwie nicht klar. Da steht so komisches Zeug. Na ja, gut. Ja, 12.000 Seelen knapp haben wir jetzt. Ich lass mal... Na gut, wir haben ja eh Sachen zum Ploppen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Sache. Mach mal... Ah, okay. Kann ich nur einmal machen. Dann muss ich doch irgendwie was ploppen. Was Kleines. Wir brauchen ja um die 1.000 Seelen dann nochmal. Blitzpapier. Nehme ich mal das hier. 1.800, das langt. Okay. Ja, Entschuldigung. Ja, weg. So. Haben wir das noch gemacht. Und, da wir einen Boss gelegt haben, gucke ich einfach hier nochmal nach. Ludwigs heilige Klinge haben wir da. Für 20.000. Das ist so eine Dingenswaffe irgendwie. Also auch eine schnelle Waffe. Also es ist eine Dex-Waffe sogar. Hat den meisten Dex-Anteil momentan. Flammensprüher. Ludwigs Gewehr. Flammensprüher. Ja, das ist ja geil. Kann man Dingens hier rumhantieren. Das ist echt cool. Und neue Ausrüstung ist auch da. Das Grabsucherzeug. Ja, das auch wieder nicht so ganz interessant aussieht. Hat aber so wieder ganz anständige Feuerresistenzwerte. Muss man sagen. Na gut. So. Wir schauen noch schnell zum Einsichtsmenschen, der ja auch da ist. Da. Vielleicht gibt es ja da auch noch was Neues. Feuer... Ach, da gibt es Feuerpapier. Naja, das bezahle ich auch keine eine Einsicht. Sag mal. So, Gascoin. Okay, mehr gibt es da nicht. Kelche gibt es nicht. Und Carol-Runen auch nicht. Und die Runen kann ich scheinbar auch noch nicht nutzen, ne? Okay, da kann ich wahrscheinlich Runen einsetzen. Gehe ich stark von aus und ja, müssen wir gucken, wo wir die finden. Vielleicht in der Kathedrale. Das wissen wir nicht, ja. Ja. Ja, Endscreen. So sieht's nämlich aus. So, liebe Freunde, ja, was soll ich euch sagen? Wir sind in einem komischen Dorf aufgewacht, mit dem ich, ja, so mental im Prinzip gar nicht klarkomme. Auch physisch setzt das schwer zu. Die ganzen Viecher da, aber wir gucken in der nächsten Folge. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir jetzt, da wir ja die Seen haben, mal in diesen, ja, Dungeon schauen oder ob wir da weitermachen. Ich glaube, da ist so ein bisschen mehr erkunden, aber auch viel wegrennen, weil die Viecher einfach hundstark sind und vielleicht wäre es besser, wenn wir uns das mit den Dungeon anschauen, da vielleicht ein bisschen stärker werden und uns dann nochmal diesen anderen Sachen widmen in der Story. Da habe ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Das werden wir in der nächsten Folge herausfinden, liebe Freunde. Morgen, 19 Uhr, geht's weiter. Und ich hoffe, du, genau du, ja, du, bist wieder mit dabei. Und dann schaffen wir das auch gemeinsam hier noch durch. Ja, ja, so sieht's aus. 19 Uhr geht's weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. You can't